I'm an English language assistant for the British Council here in Berlin. I think teaching anyone gives you quite a unique feeling that you're really doing something very good. I think my confidence has grown hugely. It's a really useful insight into teaching, and it's also, it's a way of getting a real insight into the German culture, learning new things and meeting new people. So I think it's been really positive. I'd recommend it to everyone. Ich war schon ein Jahr in England als Au-pair und habe da auch eine Sprachschule mitgemacht und ja, möchte auf jeden Fall wieder rüber. Und ja, man kann halt einfach direkt mit jemandem von der Uni sprechen und die können einem sagen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also ich würde sau gerne auf jeden Fall ein Auslandssemester machen, einfach nur um mein Englisch ein bisschen zu perfektionieren. Ja, also irgendwie ist es face-to-face immer ein bisschen einfacher, sich da die richtigen Informationen zu suchen. Ich fing 1992 an mit dem großen Kulturenprojekt für die Kulturregion Stuttgart, wo viele britische Künstler dabei waren. Ich muss einfach sagen, ohne die Unterstützung, und nicht nur die finanzielle Unterstützung, insgesamt die ideelle Begleitung durch das British Council, auch Nachfragen, wie kommt man an den ran, wer kann Hilfestellung geben, wäre das alles nicht möglich gewesen. I think events like this are really important to bringing young writers together with people who can broadcast about their work within the country, who can talk about it, and to make those contacts. There's really no other way you could make contacts like that, so it's incredibly important to be here. Wenn man im Verlag die Bücher prüft, das ist die eine Sache. Aber wenn man die Leute erlebt und lesen hört und diskutieren hört, kriegt man einfach ein ganz anderes und viel komplexeres Bild von einem Schriftsteller. Also für die Einschätzung des jeweiligen Schriftstellers ist diese Veranstaltung natürlich sehr, sehr wertvoll. What I expect is to meet a lot of people who are interested in how I see filmmaking and who can change and influence and develop how I see filmmaking and make connections with technicians, writers, actors, and meet other directors as well. Also der IELTS-Test ist ein wichtiger Test für Leute, die entweder im Ausland arbeiten wollen oder studieren wollen oder die auswandern ins englischsprachige Ausland. Ich habe den IELTS heute gemacht, weil ich dafür, weil ich den brauche, um mein Studium abzuschließen. Ich möchte einen Bachelorabschluss machen, ich studiere Grundschullehramt und dazu brauche ich den C1-Test. Das ist eine Voraussetzung, um mein Studium eben abzuschließen. Also ich habe den Test heute hier in Leipzig mitgemacht, weil ich vorhabe zu studieren. Ich möchte nochmal ein Fernstudium anfangen an der University of Leicester. Und dafür brauche ich den Test, um mich dort anmelden zu können. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist es, dass ich in den Bewerbungsgesprächen es immer ein bisschen leid bin, wenn die Leute mich fragen, ob ich Englisch sprechen kann, weil ich das eigentlich jeden Tag tue. Also mit dem Test möchte ich dann ganz gerne einfach eine Referenz haben, um den Leuten auch zu zeigen, dass ich eben tatsächlich Englisch sprechen kann. Und bin heute hier und habe das jetzt hinter mir und bin ganz glücklich darüber. Für meinen Masterabschluss brauche ich auf jeden Fall den IELTS-Test. Ich habe dieses Road to IELTS komplett durchgearbeitet. Es hat mir sehr viel geholfen. Ich finde das wirklich sehr gut. Well, I think what's great for the teachers is for a lot of them, it's the only opportunity they have to have face-to-face online contact with a real English native speaker. And it gives them the chance to speak extensively about topics that interest them. Also man lernt extrem viel wieder sich auszudrücken, viel schneller wieder auf alle möglichen neuen Sachen zu reagieren. Man kann ich da also für jeden Englischlehrer empfehlen.